Hallo, ich heiße Sibylle und ich bin die Mutter von Lionel. Er hat das Vagar-Syndrom. Hola, mi nombre es Adriana Solórzano. Él es mi hijo Emilio, tiene 3 años 4 meses. Él fue diagnosticado con síndrome de Vagar cuando tenía 1 año y medio. Somos de México. Hallo, mein Name ist Vera Palzer. Wir wohnen in der Schweiz und unser Sohn Tim hat das Vagar-Syndrom. Er ist 7 Jahre alt. Vagar-Syndrom ist eine genetische Erkrankung, die sehr, sehr selten ist. Deshalb sind wir Eltern aufgerufen, unsere Kinder online zu registrieren. Die erste Registrierung dauert ca. 60 Minuten. Danach kann man jährlich ein Update machen, das recht schnell von der Hand geht. Es ist sehr wichtig, dass wir uns beteiligen, damit alle Vagar-Patienten weltweit erfasst werden und damit Forschergruppen aufmerksam werden auf diese seltene Erkrankung und Forschung für unsere Kinder betreiben. Deshalb bitte ich euch, registriert eure bekannten Familienmitglieder. Danke. Aquí en el país hay pocos niños que tienen el mismo síndrome. Por eso es importante que todos podamos compartir la información sobre los diagnósticos de nuestros hijos para que la investigación siga creciendo y más niños puedan ser beneficiados en el futuro. Und wir haben im Patientenregister mitgemacht und es jetzt auch aktualisiert, weil wir denken, dass es extrem wichtig ist, die Informationen über all unsere Vagar-Kinder zu sammeln, um mit der Forschung voranzukommen und unseren Kindern bestmöglich zu helfen und ihnen eine gute Zukunft zu sichern.